Servus Leute, was geht? Willkommen auf dem Kanal zurück, ja, Freunde. Wir reagieren heute auf King of Gastros One featuring Jana. Der Song heißt Labyrinth. Sehr, sehr gespannt. Produziert wurde das Ganze von Freshmaker. Sehr gespannt. Ich habe schon mal auf King of Gastros reagiert und es kann sein, dass hier und da das Video ein bisschen hängt, weil mein OBS das nicht alles ganz richtig aufnimmt. Nichtsdestotrotz versuchen wir es mal. Los geht's jetzt. Sehr, sehr schöne Bilder. Also, man sieht das Meer, ein paar Möwen fliegen rum. Also, könnte ein sehr nachdenklicher King of Gastros One sein. Ich gehe auf Reisen, sag, wo ist die Zeit geblieben? Ich war immer dieser Träumer, hatte Angst, mich zu verlieben. Ja, da ist er, der nachdenkliche Orgi. Also, er hatte immer Angst, sich zu verlieben. Kann man verstehen. Heutzutage, wenn man sein Herz halt, sage ich mal, jemanden öffnet, sage ich mal, gibt es halt oft Enttäuschungen und so. Und ich denke mal, in diese Richtung wird der Song gehen. Krass. Damals in Berlin, hab gekifft und wollte chillen. Pretty Woman und ich fühl mich wie in Märchenfilm. Du warst mein Engel und ich wollte mit dir fliegen. Einfach nur weit weg durch die Nacht auf Wolke 7. Und ich weiß, es war nicht immer alles leicht. Ich bin ein Dickkopf, manche Sachen tun mir leid. Ja, sehr schön, dass er sich entschuldigt. Es tut ihm leid. Also, ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Das Thema des Songs aber ist auf jeden Fall sehr zutreffend für viele Leute, denke ich mal. Und sehr interessant, mal einen nachdenklichen Orgi zu hören und nicht halt denjenigen, der halt Porno-Rap macht, sage ich mal. Du warst mein Herz, Baby, alles, was ich hatte. Sie war die eine, mit der ich immer lachte. Empathie, sie wusste meistens, was ich denke. Und verdammt, ich hatte Angst, als ich ihr den Ring schenkte. Krass, also die Hintergrundstimme, die Pitchstimme, gefällt mir sehr gut im Video. Also sie bekommt gerade einen Ring übergeben. Sehr gespannt, ob das dann auch ein Happy End wird von den beiden. Oder halt, ja, vielleicht passiert noch irgendwas. Eine Träne floss ihr über das Gesicht, flüstert leise mir ins Ohr. Ich liebe dich. Ich kann mich nicht entscheiden, ich würde so gerne bei dir bleiben. Es fällt mir einfach nicht leicht, wenn du mir da. Sehr, sehr schöne Stimme von Jana, muss wirklich sagen. Ich habe ja schon mal auf Orgi reagiert und das Video ist drin geblieben. Und ich hoffe, dass das Video auch drin bleibt. Ich habe auch auf das Bushido-Ding reagiert, aber wird leider gesperrt. Nur, dass ihr Bescheid wisst, warum dazu nichts gekommen ist. Gerne bei dir sein. Ich denk so oft an uns zwei, doch die Zeit ging im Flug, 2-3 Jahre sind vergangen. Hand in Hand durch dick und dünn, wir waren glücklich zusammen. Wir hatten uns, alles andere war egal. Du bist meine Nummer 1, du bist meine erste Wahl. Sie ist seine erste Wahl. Nach 3 Jahren immer noch verlobt, nichts passiert. Mal gespannt, ob jemand von den beiden stirbt oder ob die beiden jetzt doch Schluss machen oder der eine oder andere betrügen wird. Das könnte sein. Also, das alles drin. Und eines Tages, der Kinderwunsch war groß, hatte Panik vor der Sache, Mann, was war mit mir nur los? Es riss mich auf, innerlich war ich ein Wrack und ich frag mich, warum habe ich's damals nicht gemacht? Und meine Liebe konnte ich nie so wirklich zeigen. Der Ring war ein Versprechen, doch mein Herz ist wie aus Stein. Alles ging so. Sein Herz ist wie aus Stein, das habe ich gemeint. Kehrtwendung in dem Song. Also sehr nachdenkliche Zeilen, sage ich mal. So kenne ich ihn gar nicht. Also ich habe damals die ganzen aggressiven Sachen gehört manchmal. Das hier ist jetzt eine Facette von ihm, die mich ein bisschen überrascht. Schnell, ich hatte Angst und wollte warten. Die Liebe vergeht, doch was bleibt, sind die Namen. Ich hab gezweifelt und wollte es perfekt. Und die Frau meiner Träume war irgendwann dann weg. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich würde so gerne bei dir bleiben. Es fällt mir einfach nicht leicht, wenn du mir deine Hand nicht reichst. Ja, jetzt hat sie wohl einen neuen. Beziehungsweise, sie hat ihn verlassen, sie wollte Kinder haben, hat nicht funktioniert. Vielleicht hätte er einfach mal, ja, es durchziehen sollen. Aber vielleicht findet er jetzt auch was Besseres. Man weiß es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden, ich will so gerne bei dir sein.
alles richtig machen. Okay Leute, das war's mit dem Video. Video war sehr nachdenklich. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon hält. Kommentieren, abonnieren, würde mich auch sehr freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst in neuen Videos. Bedeutet, macht's gut. Ciao.